Ah, shit, die haben Strix gebannt. Die wollen bestimmt Kinessa picken. Na gut, dann bannen wir die sicherheitshalber auch nochmal. Ha! Du bist in meine Falle getappt. Jetzt kann ich vollkommen befreit mit meinem Main aufspielen. Ying! Hä? Willkommen, Leute, zu einer neuen Runde Paladins. Heute als Tiberius. Ja, da war eine Runde Tiberius gefirstpickt. Man kennt es ja. Ja, aber wo die Sniper gebannt waren, dachte ich mir, ja gut, warum nicht? Ich meine, ich spiele ihn zwar eigentlich nie so wirklich, nur ab und zu mal in Casual, aber so schwer ist das ja nicht. Ne, also spammen wir einfach mal rein und schmeißen das Schwert dahin, weil, keine Ahnung, ich dachte, der Tell ist immer ein Grandmaster, der flankt mich doch bestimmt, aber wer flankt? Ja, Imani. Aber da hat sie dann auch selber Schuld, dass das nicht klappt. Und der Sprung war fail. Das muss ich noch üben mit dem Springen. Das ist nicht das erste Mal, dass der daneben geht hier. Aber gut. Ich sag mal, die Hitboxen auf der Map von gewissen Gegenständen sind ja so immer so etwas seltsam. Aber nun gut. So, Ying ist verschwunden. Auch sehr seltsam. First Pick Ying. Also ich weiß auch nicht, was da der Plan war. Okay, um die Wand werfen ging auch nicht. Ihr habt ja selber gesehen, wo die hingeflogen sind. Ans andere Ende der Welt. Aber die machen die ruhig mehr. Ah, wo bist du, hä? Aha. Und die Ulti ist ready. Na, dann wollen wir mal. So, jetzt sind wir erstmal weg hier und Ying. Ah, Ying hat auch schon Ulti ready. Shit, dann kann ich sie natürlich nicht kriegen. Ah, hauen wir erstmal ab. Hier noch für dich, Khan. Ein kleiner Slow. Aber Rom ist trotzdem gestorben. Gut, aber den Punkt sollten wir haben. Ash ist weg. Kommt dann noch dieser Typ hier. Muss da jetzt weg. Stirb! Sehr gut. Die Frage, na, ich glaube, ich hole lieber erstmal den Healer, dann. Ich sagte, ich hole den Healer. So viel zu dem Thema. Egal, dann überlebt sie halt, aber Khan ist tot, von daher alles nach Plan gelaufen. Das geht erstmal die zweite Ult. Und jetzt holen wir dich hin hier. Tschüss. Naja. Ach, diese Sprünge, die sind doch gay. Ja, und anscheinend ist der Video 200 Meter groß, denn die habt ihr selber gesehen. Ich konnte sie nicht mehr sehen, aber ihr Strahl hat mich trotzdem getroffen. Mensch, Tiberius, warum bist du eigentlich so groß? Unfassbar. Ja, erstmal rein spammen. Bitteschön für euch hier. Ja, oder auch nicht. Ja, die macht wieder ihre Flugaktion. Da leider kann ich sie dabei nicht treffen, weil Ash mich wegdasht. Was soll denn das? Auch mit dem Scheiß. Ich brauche dringend Wrecker. Gehen wir langsam ein bisschen auf die Nerven. Oh, Incinerate drin. Jetzt mache ich 845 Schaden pro Dagger, was ja überhaupt nicht viel ist. Nein, nein. Das ist ausgeglichen. Schade. Na, was ist der Tell hin? Hä? Ja, ja, da hinten. Hier ist ein Schwert. Aber er ist nicht hingegangen. Er ist einfach stehen geblieben. Ja, okay. Dann stirbst du eben so. Ah, ich brauche wirklich Wrecker. Diese Schilde, die sind nervig. Ah, das ist so weit, ist der Explosionsradius vom Schwert nicht. Schade. Oh, hi. Was gibt's? Du bist jetzt hergekommen, um mich da wegzudashen. Das war auf jeden Fall ein Masterplan. Ah, hier haben wir noch eine Ult. Ah. Mal ein bisschen Chaos stiften. Moin, Tellis. Werfen wir von oben in ihn rein, aber er geht sowieso weg, das heißt, wir können dann ja gemütlich reinpushen, wenn du jetzt nicht langsam mal zum Payload gehst, Khan. Ja, er hat keinen Bock. Aber den Kill kriegen wir trotzdem. Schade, aber egal, 12-1 ist ein guter Stand, also damit kann ich auf jeden Fall lesen. Passt. Soweit. So, dann versuchen wir jetzt mal alles klar zu machen. Einziges Problem ist, wir haben keine einzige Ulti ready, aber wir brauchen auch gar keine Ults. Erstmal ein paar Decker gegen den Baum werfen und, ja, da kommen sie alle, bam. Schon mal 850 auf beide. Wunderbar. Und ziehen Leine. Schön über den Boden abgestoßen hier. Ihr kriegt nochmal ein Schwert, ihr zwei. Und dann gibt's Frontalangriff. Oder auch nicht. Ulten wir, dann kann uns Tellis auf jeden Fall schon mal nicht ulten. Wo ist die jetzt hingedasht? Ash? Und anscheinend nirgendwo hingedasht. Dann kümmere ich mich halt um. Und sie ist weg. Oh shit! Nein! Ich bleib an dem Baum, an dieser komischen Steinmauer hängen, aber
Zum Glück kam da der Heal genau in den richtigen Moment von Fury. Und Khan, ich wusste, dass du das kackst. Ja, verzieh ich mal hier. Geh mal ein Stück zurück. Ah, kommt doch schon eine Ash-Ulti reingeflogen. Ah, schade. Der Teles war ein bisschen zu spät. Na komm, oh, schade. Incinerate them. Und gucken, ob wir den Drachen hier wegkriegen. Alter, wie schnell kann der eigentlich hoch und runter steigen? Ist ja krass. Oh, okay, geklopft von Dredd. Das war ja eigentlich ein Ult-Kill gewesen von ihm. So, jetzt sind wir aber sehr weit in der Gegnerhälfte. Aber ist egal, solange hier nur der Khan ist. Habe ich damit keine großen Probleme. Oh, shit. Ja, ich kann dich nicht retten, nein. Ach, es tut mir so leid. Oh, fuck. Digga, echt, jeder Sprung ein Mist heute. Ich habe auch an allem hängen bleib hier mit der Map. Jetzt kaufe ich mir endlich mal Wrecker. Egal, es war erst der zweite Tod, das kann man verkraften. I'm coming. Ach, diese Ägypten-Skins von Tiberius und Rom, die sind schon geil. Da kann man wirklich nicht meckern. Ah, Moment, 780 schon mal pro Schild. Ich rette dich, Dredge. Ah, ich bin zu langsam. Ja, er schreit Help. Ist vollkommen alleine. Wer soll dir denn da helfen, Minion? Und das war's mit Ding. Und alles klar, Hitbox. WTF, ich häng im Stein. Klingt logisch. Ach, schade, er hat gerade seinen Kampfschrei gemacht. Und Imani, wie oft willst du das noch versuchen? Du merkst doch, dass das nichts bringt. Ich verstehe nicht, warum wir das immer alle machen, ey. Da kommt noch ein Double Kill hier. Ja, wie gestohlen, Dredge, ey. Pisser. Aber egal, das Ding ist geschoben. Perfekt. 4-0, wunderbar. Tiberius OP, würde ich mal sagen. So, dann werfen wir mal hier einen Blick auf die Stats. Ne? Also, ich stehe natürlich in der Mitte als Geilster. Aber auch mit Abstand Top-Damage. Also ich meine, unser anderer Damager Dredge, den habe ich mal kurz mal ums Doppelte outdamaged. Der hat irgendwie, keine Ahnung, mir die Kills abgeschossen. Der hat nicht so viel Damage gemacht, aber Beric war gut dabei. Aber ansonsten, ja, war ich hier die Haupt-Damage-Quelle. Naja, Tiberius halt, ne? Der Mann ohne Damage-Vorlauf. Na gut, das war's von der kleinen Runde Ranked. Hoffe, hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.